Ja. Wie Bruder, findest du, würdest du sagen, ja, nee, sag. ich habe das letztens im Chat schon erzählt. Ich glaube, ich Ja. kann ein ganz kleines bisschen mehr ausholen. Ohne dass ich habe dir ja so ein bisschen erzählt, was ich so gerade vorhabe im Hintergrund, glaube ich. Ja. So businessmäßig so ein bisschen was umstellen. Ohne dass wir Was hast zu du mir schon sehr, gesagt? ja, ohne dass wir jetzt zu sehr darauf eingehen, das möchte ich onstream nicht thematisieren, aber Ja. ich hatte den falschen Steuerberater. Und dass ich den falschen Steuerberater hatte, wir hätten, also wir haben es nochmal ganz, ganz kurz vor knapp die Kurve bekommen. Hätten wir das nicht bekommen, dann hätte ich 7 Millionen Schulden gehabt, Wie Bro. viel? 7 Millionen. Bro, hä? Schätz, How schätz, that? schätzungsweise. Wie Digga, das denn? und das ist nur durch einen Zufall, konnten wir dann nochmal eine kleine Kurve bekommen. Wie, Oder wie? was heißt Kurve bekommen? Also, ohne dass ich jetzt zu sehr ausholen möchte, aber ich möchte meine Firma gerade ein bisschen umstrukturieren. Ja. Und es gibt mehrere Arten, das zu tun. Und die Art, die mein alter Steuerberater vorhatte, War Quatsch. die ist, ja, die war Quatsch, basically. Also, es hat nichts Ja. mit irgendwelchen Sachen zu tun, die ich nicht versteuert habe oder so, sondern es hat damit zu tun, dass quasi dann mein Firmenwert so irgendwie ermittelt wird und ich hätte quasi dann Weil meine Firma irgendwie in die neue du Firma von und deinem so. Einzelunternehmen quasi mäßig deinen Ja, ja, Wert ja. abkaufen musst für die neue Firma. Ja, ich Genau, check, klar. genau. Und das wäre dann quasi, die hätten dann meine Firma irgendwie, keine Ahnung, auf sagen wir 14 Millionen oder so geschätzt. Also meine, ne? Und dann hätte ich auf diese 14 Millionen hätte ich Steuern zahlen müssen. Und dann hätte Das ich ist halt 7 crazy. Millionen Euro Steuern gezahlt, Bro. Okay.